So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge von Mirror's Edge Catalyst. Ich bin Sire und es geht weiter. Gucken, wahrscheinlich hier tolles Fenster. Und da geht's los. Aufgabe ist hier grob, dass wir uns mit jemandem treffen sollen, der ganz schön angepisst ist. Ich hab einen Job für dich. Ja, und ich habe keine Zeit. Die meisten Leute haben Angst vor Kasek. So, wir sollen uns auf jeden Fall so einen jungen Typen treffen, der... Oh, was ist das hier vorne? High Roller Avenue. Ah, nope, nope. Das scheint so ein Rennen zu sein, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir sollen so einen jungen Typen treffen, der irgendwie mit uns eine Mission erledigt, irgendwie einen Datenklau. Und der war halt mega angepisst, hat direkt gefrontet, hat gemeint, jetzt mal sehen, ob das auch der Fall ist. Ich bin schon so gut wie da. Mal sehen, aber das war auch jetzt ziemlich einzige Mission, die so nach einer Story gerochen hat. Okay. Ich warte hier noch so ein bisschen auf den Tag-Nacht-Zyklus, aber... Ja, mal gucken, es ist schon etwas dunkler. Du musst in die AK-Abteilung von Elysium. Dort setzt du an einem Terminal die Schotten. Oh. Anschließend zu, dass du da rauskommst. Was ist das? Oh. Einfach mal mitnehmen, würde ich sagen. Okay. Noah hat dich damit beauftragt, bei Elysium Labs einzubrechen, für ein Konkurrenzunternehmen Daten über ein neues Enzym zu stehlen. Okay. Icarus wird außerhalb des Gebäudes die Augen offen halten, um sicherzustellen, dass alles wie geplant verläuft. Du hast eine Shotgun bei dir, ein einmalig verwendbares Hacking-Tool. Eine Shotgun? What? Ne? Ein Hacking-Tool, das lediglich an der richtigen Konsole angebracht werden muss. Den Rest erledigt dann die integrierte Software. Dies ist eine erste richtige Mission. Oh, da haben wir es auch stehen. Erste richtige Mission. Für die du außerdem gut bezahlt werden dürftest. Sie ist ein kleiner Schritt auf dem Weg, deine Schulden bei Dogen. Es ist schon gefühlt das hundertste Mal, dass Dogen gefallen ist. Das heißt, es muss irgendein hohes Tier sein oder irgendein Präsident, irgendein Vorstand. Mal gespannt, ey. Es wird auch langsam dunkel hinten rum. Guck mal, ob es hier auch einen Nachtzyklus gibt. Tag-Nacht-Zyklus. Ich habe ein offenes Fenster gefunden. Da kommst du rein. Das kommt mir komisch vor. Ist ihre Security echt so nachlässig? Wer weiß. Willst du abbrechen? Mir wäre sowieso wohler, wenn ich selbst reinginge. Was soll das denn bedeuten? Ja. Dass du einen Ruf hast. Aber nur deine so. Jacket glitscht. Das sehen wir ja gleich. Hol uns das Geld. Finde das Ufe die Feenstern. Kein Problem, kriegen wir hin. Vielleicht hat es nur der Putztrupp vergessen. Aber das glaube ich nicht. Sei vorsichtig. Das ist nicht gerade ihre Spezialität, oder? Vorsichtig zu sein. Fuck. Mach einfach deinen Job und lass Faith ihren erledigen. Bin schon dabei. Ich hab dir ein Seil zu dem Fenster gespannt, Faith. Damit kommst du rüber. Okay, erstmal auf dem Fenster war jetzt nicht so problematisch. Ich bin drin. Gut, kann sein, dass da ein paar Mitarbeiter sind, die eine Nachtschicht einlegen. Und halt die Augen nach Krugers Heck offen. Oh, shit. Gönnt euch das mal bitte, gönnt euch das mal bitte. Ist doch unnormal. So viele Ideen, die mir gerade dazu einfallen. Chill. Okay, irgendwie muss ich darüber. Thank you.
Okay. Achtung, da unten geht irgendetwas vor sich. Eine Wagenkolonne nähert sich, begleitet von jeder Menge Enforcern. Was? Dieser Run gefällt mir immer weniger. Keine Sorge, Noah. Sobald er erledigt ist, wird er dir gleich viel besser gefallen. Ja, das hoffe ich. Bedeuten, kann man hier King Tool, okay, das geht ja nur bei einer. Die Agrarabteilung befindet sich in den obersten Stockwerken. Der schnellste Weg daraus sind die Aufzüge. Beeindruckend. Shit. Sobald du die Aufzüge gefunden hast, kannst du einen der Schächte raufklettern. Oder als blinder Passagier nach oben fahren. Oh. Anfrage vor 3 Tagen geschickt, Mr. Kruger. Oh, shit. Ja, ich bin in unseren Projektdateien gestern zufällig auf ein Unterverzeichnis gestoßen. Oh, guckt euch das an. Die Dokumente werfen einige beunruhigende ethische Fragen auf. Oh, es kribbelt schon wieder an der Stelle. Nicht schwitzen. Mögen Sie Ihren Job? Ich habe einen Weg in die Agrarabteilung gefunden. Und ich glaube, Gabriel Kruger ist hier. Das ist schon wieder so weit, ey. Tja, ich schwitze an den Händen. Ich bringe das hier zu Ende. Na schön, ich kann dich ja sowieso nicht aufhalten. Icarus, gib uns Bescheid, falls sich draußen was tut. Faith. Dein nächstes Ziel sind die Büros. Oh, ja. Oh Gott. Puh. Man muss so straight hochgehen. Wenn man da auch einfach so hochgehen kann. Muss erreichen. Mit der Mortell-Familie und Elysium zu schaffen hat. Je weniger wir darüber wissen, desto besser. Wissen ist Macht, Noah. Oh, das wird ein böser Charakter. Das wird ein böser Charakter. Oh, alles klar. Lüftungsschächte muss so schön niedrig sein. Was genau sind das nochmal für Daten, die wir hier stehlen? Oh, tut mir leid. Die Faith hier stiehlt, während ich ihren Babysitter spiele. Boah, Alter, sollte der Junge. Irgendein Nahrungsergänzungsmittel. Reposer ist ganz scharf drauf.
in Arbeitsraum 4H ein. Den Rest erledigt die Shotgun. 4A, alles klar, check. Ich auch nicht rein. Dann kann das nur noch auf der anderen Seite sein. Oder ich muss hier irgendwo hochklettern. Auch A, 4B. 3G, 2A. Gibt's auch vielleicht 4G? Okay. Willst du mit dem Ding? Ich dokumentiere unsere Reise wie ein Tagebuch. Für Avani, wenn sie älter ist. Es geht ihr schon viel besser. Ja, aber sie ist immer noch schwach. Sie wird sich an die Reise nicht allzu gut erinnern. Die Vorräte sind fast komplett. Firebird sucht noch ein Fahrzeug. Wir brauchen etwas Zuverlässiges. Das stimmt. Aber ich fürchte, das wird nicht ganz einfach. Ja, macht keinen Sinn, macht keinen Sinn. Müssen wir nochmal auf der anderen Seite. Wir haben die Waffen. Hoch mit dir. Ich seh mal nach Avani. Gib mir Bescheid, wenn wir alles haben. Mach ich. Online zu gehen, alles klar. Das geht da nicht. Nope. Oh, da geht's straight nach unten. Arbeitsraum 4H, Faith. Er sollte nicht allzu schwer zu finden. Oh ja. Muss erstmal gucken, wie ich da hier hinkomme. Ja, oh, okay, cool. Ja, da hoch. Das funktioniert nicht. Vielleicht hier? Ah, okay, klar. Hm. Ich ja auch ein bisschen was von Puzzle Solving. Selbst wenn jetzt der rote Faden mit dabei ist, dieses Portal-Element ist gegeben, oder ich bin einfach nur unglaublich bescheuert. Who knows? Ja, interagieren. Ich bin am Terminal und setze die Shotgun ein. Sehr gut. Ich habe die Bestätigung. Der Grab war erfolgreich. Noah, hier ist noch jemand. Er sieht nicht wie ein Runner aus. Mach, dass du da rauskommst, Faye. Sorry. Aber ich will mir das ansehen. Das war ja klar. Ich sitze dann mal untätig hier rum und hoffe darauf, dass du davon kommst. Hättest du mich das machen lassen? Also ich mein Ringling. Oh. Beweisen, okay? Ich will einfach nur, dass du Chase. Geht der jetzt links lang oder? Wahrscheinlich einfach so folgen. Ja, trotzdem, dann mache ich erstmal hier einen Cut. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wo der jetzt hin will und wer das überhaupt ist. Okay, dann bis später, euer Seil. Ciao.